Recht herzlich willkommen zur 95. Folge von Grand Age Medieval. Da ist unser Händler, der fährt da gerade hin. Und dann gucken wir mal, was wir hier für Ware haben. Beziehungsweise, was wir hier tun können. Das Brot geht weg. Das Bier auch. Das ist gleicher Preis. Hier geht ein bisschen was. Geht sogar alles. Jetzt kriegen wir mal ein paar Mark hin, ne? Ah, hier haben wir noch Kohle. Und da geht auch relativ viel weg. Gut. Dann können wir hier Tuch kaufen. 18 Stück und Wolle geht auch. Wolle. Der Preis war hier identisch mit dem, was wir schon haben. Nehmen wir noch 55 mit. So, das war 40, das ist teuer. Den Rest haben wir schon erledigt erstmal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach wie heißt der Ort? Chernihiv. Oh, da gibt es einen neuen Ort. Mit Vergnügen. Machen wir doch den mal an. Vielleicht können wir da besser verkaufen. Okay. 133, nicht wirklich, ne? Hier 300, da geht was. Alles dafür. Gleicher Preis und hier, na, lohnt eigentlich gar nicht. So, was produzieren die hier? Früchte günstig. Nehmen wir zwei mit. Die Steine werden wohl auch mit 35 günstig. Wein ist teuer. Sonst, das hier wäre noch günstig, aber selbst da geht es schneller hoch. Gut, dann war das nur ein Abstecher, der es nicht unbedingt gebracht hat. Gucken wir in den nächsten Ort. Und hier haben sie sogar tolle Sachen. Gleicher Preis. Hier sind 10 Taler drinne. Da geht ein bisschen was. Aber das lohnt nicht. Einkaufen. Brot 180, Bier 100, das bringt es auch nicht. Hier haben sie ein bisschen was. Okay, da geht mehr. Da haben wir schon nicht mehr so viel Geld dann. 320 nehmen wir doch mal mit. Für 80 eingekauft. Das geht nicht. Handelsabkommen benötigt. Ja, dann erstmal hier unten hin. Mit Vergnügen. So, Bautrupp steht da. Der Frosch in den Hals. Hier dürfen wir nicht lang, jetzt müssen wir so einen Umweg laufen, ne? Genau. Ach so, das hatten wir hier gemacht. Können wir Straße upgraden hier? Nee. Schade, das hätte ich jetzt gerne upgradet. Jetzt dauert das nämlich lange, bis wir da rüber kommen, ne? Naja, Krasimir läuft dann halt da lang, aber es geht ja noch. Es hätte ja schlimmer sein können, oder? So, hier ist gerade Miese, aber da geht es jetzt auch mal wieder in die höheren Gefilden beim Plus. Liegt daran, dass wir natürlich keine Dingens haben, ne? Verkaufen wir die 3. Dann haben wir hier was für 100. Können wir die komplett verkaufen. Hier geht auch ordentlich. 128 weg. Und hier geht auch ein bisschen was. Für 50 würde ich sagen, machen wir das. Einkaufen wäre hier, aber steigt sofort. Hier geht auch Brot. Nehmen wir 12 mit und das Bier geht hier auch. 12 ist unser Preis. Warte mal, ich glaube, das Salz ist auch noch billig, ne? 35 geht. Ja, das ging sofort hoch, hat man eben gesagt, ne?
Ich denke mal, dann rutschen wir wieder zurück am besten, ne? Exquisit. Oder? Kann er da? Ne, da müssen wir hier hinten rum, ne? Dann können wir auch erst hier hinlaufen, oder? Ja, macht er nämlich so. Ja, dann gehen wir erst da hin. Gucken wir, dass wir da Geld einhamsen. So, das Brot geht hier definitiv weg. Bier geht auch komplett weg. Felle können wir noch zukaufen. Salz geht komplett weg. Da nehmen wir noch was mit. Die dabei. Tuch können wir auch nehmen. Tuch dabei, Wolle geht auch. Ich glaube, wir gehen gar nicht mehr da hoch, sondern gehen eher zurück zu unserer Stadt. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt hieß. Das lohnt sich nämlich mehr. Hierhin. Genovitz. Mal gucken, ob sich das jetzt noch lohnt oder ob das durch den Handel, den wir jetzt treiben, dann ne, den Preis versaut. Könnte auch sein. Muss man schauen halt. Ah, die Strecke hier, das müsste ausgebaut werden. Da fährt er ja doch ein bisschen schneller, ne? So. Ja, bei den Fällen, da sind wir jetzt schon am Limit. 30. Ja, 30 und dann fällt er runter. Rolle. Auch bei Wolle, ja. Hier haben wir noch ein bisschen. Mal 35 weg. Einkaufen, Brot und Bier. Und Salz. Passt, oder? Hier ist auch noch was. Zähne gehen da noch. So. Das können wir dann erstmal so lassen. Und ja, ich würde jetzt schon doch noch sagen, wir gehen wieder dahin. Weil das hat sich doch rentiert, oder? Konnten die vielleicht nicht ausbauen, weil nicht genug Geld da war? Doch. Ah, guck mal, da baut der andere jetzt aus, oder was? Ja, dann ist das vielleicht auch okay, ne? Gut, das Brot können wir weg. Das können wir auch weg. Da sieht es auch gut aus. Bester Preis. Da können wir noch zukaufen. Da auch. Da geht noch was weg. Passt. So, da wieder zukaufen. Passt. Und da auch. Und da geht auch was. Erledigt, oder? Ja. Teurer. Okay, und wieder zurück. Mit Freude. Geht jetzt so ein bisschen hin und her, aber dafür kriegen wir jetzt auch 50.000 schon zusammen. Unsere Soldaten, die wir alle rausgekickt haben, ne? Ist jetzt besser sozusagen. Hier geht es jetzt ein bisschen schneller. Das ist gar nicht unsere Straße, gehört das dem Gelben.
Ich meine nicht, oder? Den wird auch gebaut. Aber auch egal. Jetzt im Brot, ein bisschen Bier. Das können wir verkaufen, genau. Aber jetzt ist schon. Komm, da geht ein bisschen mehr. 160. Das können wir kaufen. 120, 146, 120. 45 gekauft, wunderbar. Und hier können wir auch was kaufen. 20 dazu. Hier geht verkaufen. 8er. Und hier geht auch ein bisschen was verkaufen. 14. Und hier geht auch verkaufen. Und 35. Jo, wunderbar. Hat auch geklappt. War es das, oder? Kaufen. Gucken wir hier, aber da geht der Preis. Haben wir schon alles gemacht, oder haben wir das? Doch, haben wir schon gemacht, denke ich mal. Gut, okay. Dann wieder raus und dann gehen wir wieder nach da hinten. Schon unterwegs. Ah, hier auf der Strecke, da liegen so ein paar Warenhaufen. Die würde ich ja gerne einsammeln, aber wie das immer so ist, geht nicht, ne? Können wir nicht einsammeln, weil ja, wir da nicht hin können, ne? Obwohl, da ist ja jetzt diese Stadt gekommen. Vielleicht ist es jetzt besser geworden dadurch. Weiß ich auch nicht. Müsste man mal einmal gucken, oder? Dafür kann man den Bautrupp da hinschicken? Weiß ich nicht. Da geht's lang. Genau, da geht's lang. Gute Idee. Kannst du da hinlaufen? Wenn du da hinlaufen kannst, bist du der Größte. Geht auch quer durch, alles klar. Wo kommen wir dann raus? Ich glaube, den einen Haufen kriegen wir jetzt, oder? Sonst würde er da nicht hinlaufen. Ja, guck mal an. Auf Wanderschaft. Da ist noch einer, den kriegen wir auch. Und da, den kriegen wir auch. Da geht's lang. Da ist auch noch einer, den dürfen wir auch jetzt nehmen. Diese Stadt hat's wohl gebracht, kann das sein? Wir sind bald da. Okay. Wir können noch mehr aufdecken jetzt, oder was? Okay. Da konnten wir sonst immer noch nicht hin, ne? Ein Karren, da gehen wir doch mal zum Karren hin, oder? Okay, da gibt's richtig was drin, ne? 45.000. Super. Wir sind bald da. Ich gehe mal jetzt nach dieser Richtung. Nach dieser Richtung. Was für ein Deutsch, ne? In diese Richtung. Leg sie weg! Ja. Wölfe waren das. Ja, die gehen jetzt in die Stadt, das ist auch gut so. Wir ziehen los! Ruine? Obelisk. Gehen wir zu der Kreuzung da wieder hin. So, das haben wir geschafft. Jetzt gehen wir hier gerade einmal hin. Das Brot weg. Das Bier weg. Das Salz weg. Haben wir nicht. Weg. Können wir gleich zukaufen. Können wir zukaufen. Das kann weg. Allerdings brauchen wir, müssen wir ein bisschen behalten. Und hier ist 60. Na, wann geht das? Da geht's. 155. ...180, noch 75 dazu. Und hier geht auch noch ein bisschen. Oh, kann man gleich fast alles mitnehmen, ne? Da fällt, geht er hoch. Wunderbar. Sind wir hier auch fertig und wir haben schon 146.000 zusammengesammelt. Das ist schon mal super. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.